Jetzt bin ich noch mehr fertig als davor. Bibi Thomas. Ja, nicht umsonst hast du schon mal im Finale von The Voice of Germany gestanden. Für wen nochmal? Für dich, Yvonne, genau. Für mich. My girl. Ja, Bibi, ich habe mich auf dich sehr gefreut. Du siehst wundervoll aus. Ich habe tolle Töne gehört. Aber mir hat da was gefehlt, auch für den Aufbau hinten, wenn du diesen krassen Ton singst. Das hat sich für mich nicht emotional aufgebaut und der Song hat so eine Message und es tut mir leid, aber die hast du heute nicht so rübergebracht, wie ich mir das von dir erhofft habe. Aber trotzdem, du bist eine fantastische Sängerin. Ich weiß, wie gut du bist und was für ein toller Mensch du bist. Aber ich kann wirklich verstehen, wenn Nico mit diesen beiden tollen Talenten da hinten ins Finale geht. Oh, also erstmal, Bibi, du hast eine der besten Stimmen, die ich mir vorstellen kann. Und jedes Mal überwältigst du mich mit deiner Vielfalt. Und bei diesem Song, A Change Is Gonna Come, das ist einer der wichtigsten Songs vielleicht für jetzt, für diese Zeit, ist einfach diese Message rüberzubringen. Und diese Message kam nicht ganz rüber so wie sonst. Aber trotzdem, Mann, du bist eine der besten Sängerinnen, die ich hier bis jetzt auf der Bühne gehört habe. Und das wirst du immer sein. Das bist du auch immer. Danke. Dann. Jetzt die Frage. Es ist nicht nur die Frage nach dem Hotseat, es ist jetzt schon die Frage nach dem Halbfinale. Denn wenn du dich jetzt für Bibi entscheidest, dann ist sie safe. Alter, mein Herz. Ich sterbe nur gleich. Ich... Ich kann die anderen beiden Hotzis leider nicht gehen lassen, deswegen habe ich leider kein Hotzi für dich. Oh mein Gott, Jungs. Okay. Tut mir leid. Dankeschön, trotzdem. Vielen Dank. Bibi, es tut mir leid. Ja, kein Problem. Tschüss. Vielen Dank, dass du nochmal da warst. Bibi! Bibi Thomas!